Begonnen habe ich mein Handwerk im Grunde mit 3 Jahren. Ich durfte bei meiner Mutter schon an der Nähmaschine sitzen, die Meisterin ist. Von ihr habe ich mein Handwerk gelernt. Das Entscheidende, was ich von meiner Mutter auch lernte, ist, dass sie immer sagte, Kind, das, was du machst, musst du lieb haben. Sonst brauchst du es erst gar nicht beginnen. Und das habe ich versucht, mein ganzes Leben mit auf meine Reise zu nehmen. Die sich im Textildesignstudium fortsetzte. Barbara Carbonell reiste fast 30 Jahre für große Theater- und Opernproduktionen um die Welt. Heute entwirft und fertigt sie Kopfbedeckungen in Berlin-Kreuzberg. In der Theaterarbeit war mir so wichtig, dass die Darsteller, Sänger, Schauspieler sich in ihren Kostümen so wohlfühlen, dass sie sich ausschließlich auf ihre Kunst konzentrieren können. Und seien die Kostüme noch so verrückt gewesen, dass sie sich darin wirklich gut bewegen können. Und das ist ein bisschen wie die Vorbereitung zu dem, was ich jetzt hier mache. Gut bedacht. So heißt ihr Studio nicht zufällig. Die Unikate sind es tatsächlich. Sie sind gemacht für jede Frau, aber viele, die sich an Barbara Carbonell wenden, haben ein Problem. Sie sind krank und werden ihre Haare verlieren. Viele Frauen kommen, bevor die Chemotherapie angesetzt hat. Also sie kommen her und haben noch Haare, weil sie Angst haben vor dem Moment, wo sie dann die Haare verloren haben, um im Grunde sofort reagieren zu können, was zu Hause liegen zu haben und es dann aufsetzen zu können. Die Frauen arbeiten weiter, die haben ihre Familie, die gehen abends ins Theater, die gehen essen. Und es gibt natürlich so viele verschiedene Frauentypen. Deswegen habe ich versucht, so viele verschiedene Entwürfe zu realisieren, wie mir einfallen. Die Haare zu verlieren ist ein tiefer Einschnitt in die Persönlichkeit. Aber viele Betroffene haben das Selbstbewusstsein, der Krankheit, soweit es geht, etwas entgegenzusetzen. Der einzige Punkt, an dem man wirklich sieht, dass jemand krank ist, ist, wenn hier hinten überhaupt kein Haar zu sehen ist. Wenn ich jetzt was arbeite für jemanden als Ersatz für Haare, dann muss ich dafür sorgen, dass ich möglichst die Nackenpartie auch mit bedenke. Und hier habe ich diese Möglichkeit, dass man drunter eine Kopfbedeckung hat, die quasi die Funktion von Haaren hat. Und dann drauf, wenn ich drauf kann ich es dann so gestalten, dass es eine komplette Kopfbedeckung ist. Wie eine zweite Haut, die schützt und weich ist und wärmt. Der Kopf ist das einzige Körperteil, das tatsächlich niemals gedacht ist von der Natur, um schutzlos dem Klima, dem Wind, dem Tag und der Nacht ausgesetzt zu sein. Das macht die besondere Empfindlichkeit der Kopfhaut aus. Deswegen sind alle Teile, die hier bei mir zu finden sind, sind die Materialien von mir vorgewaschen. Ich habe für die Nacht ganz weiche, einfache Kopfbedeckung. Die gibt ein bisschen Volumen, hat aber am Hinterkopf überhaupt keine Druckstelle. Das heißt, es ist ein Schutz, gibt ein bisschen Wärme, aber es drückt nicht. Ganz gleich, wie kompliziert die Modelle aussehen. Sie sind einfach zu handeln. Weil an den Tagen, an denen es ihnen schlecht geht, sollte es so sein, dass sie sich gut beschützt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können aus dem Haus gehen und sind gut angezogen, aber müssen nicht viel nachdenken. Die Unikate aus hochwertigen Materialien entstehen an der Nähmaschine und in Handarbeit. Ein Modell, das ich habe, kann ich in einer anderen Farbe herstellen oder aber wir überlegen eine bestimmte Funktion, die diese betreffende Person besonders gern hat oder besonders wichtig findet. Und das kann ich mir dann ausdenken mit ihr zusammen oder ich überlege alleine. Und dann kommt sie wieder und dann ist es ganz speziell für sie ausgedacht. Barbara Carbonell verarbeitet reine Seide, Leinen, Baumwolle. Und seit einiger Zeit auch Wachstuche, die wiederum ein neues Feld erschlossen. Diese Regenhüte haben die Bändchen, die verhindern, dass er einem vom Kopf fliegt. Dasselbe habe ich bei meinen Sonnenhüten. Und oft findet auch die Begleiterin einer Kundin etwas für sich. Sowohl die Sonnenhüte als auch die Regenhüte sind und auch viele andere Kopfbedeckungen, die hier sind, sind wirklich auch für
jede Frau, die sich gern schick macht. Das heißt, es sind Kopfbedeckungen sowohl für kranke Frauen als auch für gesunde Frauen, die Freude haben an einem verrückten Hut.